Take this. Find them. Moin moin und willkommen zu einem weiteren Video zu Hogwarts Legacy. Wir konnten im letzten Video die dritte Prüfung meistern und wir schauen uns in diesem Video mal weitere Nebenmissionen, Nebenaufgaben an. Nennt es, wie ihr wollt. Es ist alles richtig. Und zwar, wir fangen an mit der Mission, mit der Aufgabe der Mann hinter den Monden. Ich hatte es jetzt im letzten Video zum Abschluss nochmal gesagt. Ich habe inzwischen genügend von den Monden gesammelt und wir müssen uns jetzt langsam mal den zweiten Alohomora-Spruch uns zulegen, weil wir häufiger dann eben vor Türen oder vor Truhen dann auch stehen, die wir einfach nicht öffnen können. Und teilweise ist es auch so, dass gerade hinter solchen Türen in irgendwelchen Häusern, wo wir Stufe 2 für brauchen, eben weitere Monde sind. Ja? Also ne, wir müssen das Ganze jetzt mal angehen, weil sonst bleiben wir da zumindest auf der Stelle stehen, sage ich mal. Und dann gucken wir einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, ob er uns direkt, ohne auch irgendwie mit der Wimper zu zucken, einfach jetzt gleich den zweiten Alohomora dann freischaltet. Oder ob wir nochmal irgendwas machen müssen, keine Ahnung. Sehen wir auf jeden Fall. Wir werden uns aber auch auf jeden Fall noch weitere Sachen anschauen. Ich packe natürlich für euch, für die Leute, die bestimmte Missionen vielleicht irgendwie sehen wollen, in die Timeline die entsprechenden Timestamps. Ja. Und genau, nur dass ihr schon mal gehört habt. Und ja, jetzt gehen wir mal rein. Ja. Schauen uns jetzt eben die besagte Aufgabe mit dem Hausmeister an. So, dann würde ich sagen, ich weiß gar nicht, wo reisen wir schlauerweise hin? Keine Ahnung. Einfach mal da. Und dann legen wir den Rest halt eben noch zu Fuß zurück. Ja. Anschließend würde ich dann gerne mal auch die nächste Mission von Deke mir anschauen. Denn da geht es um die Phönixfeder, die wir dann vielleicht bekommen, ja, die wir eben für Verbesserungen unserer Ausrüstung auch benötigen. So, jetzt geht es weiter. So, auch hier, ne, ich bin da jetzt gar nicht mehr drauf eingegangen, aber auch, wir waren ja schon in Hogsmeade unterwegs, aber auch schon alles weihnachtlich geschmückt, hier im Schloss natürlich auch, ja. Also ihr seht es hier. Ne, das ist alles sehr, sehr schick gemacht. Ich frage mich nur gerade, wir hatten ja jetzt im letzten Video die dritte Prüfung und eigentlich habe ich gedacht, dass der Winter jetzt vorbei ist, aber er scheint immer noch da zu sein. Ich sagte doch, du bist sehr clever. So, da steht er. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Mir geht es schon besser, jetzt wo ich weiß, dass die Statuen weg sind. Ich hatte versprochen, Ihnen zu zeigen, wie Sie Alohomora verbessern, wenn Sie mir genug Monde bringen. Mit diesem Wissen können Sie noch stärkere Schlösser knacken. Aber ich weiß immer noch nicht, wer hinter diesen Statuen steckt. Es gibt noch viele üble Dinge, die darauf warten, mich zu quälen. Wenn Sie mir mehr Monde bringen, zeige ich Ihnen die mächtigste Form von Alohomora, die der Welt der Zauberei bekannt ist. Oder zumindest mir. Suchen Sie diese Monde. Das würde mich beruhigen und wir könnten herausfinden, wer hinter all dem steckt. Ja. Okay, also ihr habt es gesehen, ne? Stufe 2 Alohomora haben wir jetzt im Kasten. Jetzt müssen wir 13 weitere Monde. Ich weiß auch gar nicht, sind das jetzt tatsächlich noch die letzten? Also müssen wir jetzt wirklich die komplette Welt abgrasen mit diesen Monden? Naja. Gut. Ist auch jetzt erstmal egal. Das soll jetzt nicht weiter irgendwie Thema sein für dieses Video, denn ich habe ja gesagt, wir schauen uns jetzt die nächste Aufgabe hier mit Deke an. So, dafür müssen wir in den Raum der Wünsche. Da ist er auch. Alles klar, dann reisen wir da mal hin. Und dann schauen wir mal, was wir da machen müssen. Deke hat aufregende Neuigkeiten.
Hallo, Dick. Professor Weasley sagte, du hättest eine Idee. In der Tat. Dick weiß, dass sie sich für alle möglichen Tierwesen interessieren und hat kürzlich Gerüchte über ein Phönixnest auf einem Berg in der Nähe gehört. Ein Phönixnest? Ich frage mich, ob es dem Phönix gehört, den Natty erwähnt hat. Hinter dem sollen Harlow und die Wilderer her sein. Das würde Dick nicht wundern. Wenn Dick davon gehört hat, haben es die fiesen Wilderer sicher auch. Was heißt, dass er in Gefahr sein könnte. Na, dann sollte ich ihn lieber retten gehen, was? Ein so majestätisches Tier darf nicht in so niederträchtige Hände fallen. Dick hat irgendwie das Gefühl, dass die Rettung des Phönix helfen könnte, wieder gut zu machen, was mit Dicks altem Meister geschehen ist. Dick hofft, dass sie den Phönix finden und ihn in den Raum bringen können, wo er sicher ist. Okay, also, wir müssen jetzt nach der Höhle suchen. So, wo ist die Höhle? Hier ist die Höhle, okay. Das war aber eigentlich noch ein Bereich, der für uns ja bislang nicht zu erreichen war, ne? Aber, okay, jetzt mit der Quest, die wir da haben, können wir wohl jetzt dahin? Okay, dann würde ich sagen, dann peilen wir einfach mal, ich weiß nicht, wir nehmen jetzt einfach mal hier den Reisepunkt. Und dann schmeißen wir uns auf den Besen natürlich. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ist auch einfach so unfassbar random, einfach so bei Leuten in der Hütte dann da zu landen. Aber hier hat man kein Problem damit. Ne? Wo komme ich denn jetzt da drüber? Dann muss ich jetzt hier durch, oder was? Irgendwie verstehe ich das nicht so richtig. Komm da nicht hoch. Hä? Verstehe ich nicht. Muss ich denn vielleicht... Nee, da ist doch ein Weg, oder nicht? Moment mal gerade eben. Wir peilen mal eben da den Punkt an. Also, ne, ich versuche immer nach oben zu drücken und er fliegt immer wieder runter. Also, ich mach das nicht, ne? Also, wie gesagt, ich drücke nach oben. Ich fliege auf jeden Fall nach oben. Muss ich denn sonst vielleicht tatsächlich einfach dann zu Fuß das jetzt zurücklegen? Oder was wollt ihr mir jetzt sagen? Weil... Ach komm. So, jetzt muss ich gerade noch mal kurz nachschauen, denn hier ist ja, da oben wird ein Weg dargestellt. Muss ich denn da durch jetzt oder was? Ey, ich raff das nicht. Kurz mal schauen. Ist hier irgendwie so ein Tunnel? Da vorne ist halt, ne, das Lager. Kann ich denn hier absteigen? Hier ist nichts mit Landen. So, was ist denn? Was haben wir denn hier? Ja, ich glaube, wir müssen hier durch, oder? Also ich hoffe mal. Hier unten auf der Karte wird es zumindest dargestellt. Also wenn ihr mal auf die Karte schaut... Da kommen wir jetzt ohne Probleme durch. Und ich würde auch sagen... Petrificus Totalus. Wir halten uns jetzt nicht allzu lange hier einfach auf. So, weil hier ist dann jetzt auch der Reisepunkt... Das sollte ich untersuchen. Okay, dann hätten wir das schon mal. Sehr gut. Petrificus Totalus. Ja,
okay, also ich sag ja, ne, alles andere hätte mich jetzt echt gewundert, wenn wir jetzt da nicht durchgekommen wären. So, schnell weiter. Oben ist auch nochmal irgendeine Person. Da, der Ockbert. Nein, geh weg. Ja komm, jetzt dreh ich doch mal um. Könnte natürlich jetzt mit alter Magie, könnte ich jetzt einfach platt machen, ne? Aber... ganz ehrlich. So, mal schauen. Ach komm, weißt du was? Ist doch auch egal. So. Wir rennen jetzt einfach mal hier durch. Und dann kommen wir da auch raus. Nehmen hier nochmal den Punkt mit. Schön. So, kann ich denn jetzt wieder auf meinen Besen hüpfen? Das funktioniert. Schön. So, das ist ja jetzt ein Bereich, der noch komplett, ich sag mal, unentdeckt ist von uns. So, hier ist dann auch gleich die Höhle. Hier ist praktischerweise auch nochmal ein Schnellreisepunkt. So, Phönixberghöhle, hier gehen wir jetzt mal rein. Eine Blockade. Rookwoods Wilderer sind schon hier. Blockade, das ist doch keine Blockade. Nur ein Gefallen. So, hier unter uns soll eine Truhe sein. Da haben wir noch ein paar Spinnen. Ah, kann ich da runter? Deine Reise ist beendet. Ja, schade. Ja, machen wir es nochmal. Eine Blockade. Rookwoods Wilderer sind schon hier. Wir gehen aber jetzt einfach mal den normalen Weg. Wir müssen doch sicherlich auch gleich irgendwie da runterkommen. Also, hoffentlich. Ach, schaut mal, eine Achterbahn. Nice. Okay, Sekunde. Da müssten wir doch durchkommen, oder? Nee. Hier. Den brauche ich. Könnte der Phönix da drin sein? Ich glaube nicht. Aber da ist halt eine Truhe, ne? Ach, du bist widerlich. Nun denn, dann gehen wir mal weiter. So, hier hoch. Okay. Erstmal unsichtbar machen, ganz wichtig. Im Schloss bleiben sollen. Hier ist Helikos Totalus. Wir sind
noch zwei, aber die sind sicherlich da unten, ne? Ja, genau. So, Sekunde. Confido. Revelio. Ja, da kommen wir auch wieder von der anderen Seite dran, ne? Mit der Wilderei. Mhm. Confrigo. Incendio. Paar hier. Komm, so auf Wiedersehen. Die können doch fliegen. Wir halten Leute davon ab. Zugehört. Mehr Wilderer? Wie viele denn noch? Ich liebe das, ne? Es ist einfach so, so entspannt. Und ich weiß gar nicht, also ich, je nachdem, wie ihr auf Social Media und so unterwegs seid, aber ich habe so viele Videos inzwischen gesehen, wo Leute irgendwie hart abfeiern, wie sie jetzt mit Adava Kedavra irgendwie mit einem Schlag ihre Gegner, ja, ne, auseinandernehmen. Ich denke mir so, wie langweilig das eigentlich ist, oder? Also, ich, also, na, egal. Revelio. Soll ja jeder machen, wie er will. Ich bin erstmal dagegen, solche Zauber zu verwenden. Hab ich da vorne den Sack da vergessen, aber ganz ehrlich, da ist auch nur ein bisschen Geld drin. Das soll mir jetzt erstmal egal sein. So. Der Phönix. Da ist er. Hättest du denn Lust, jetzt direkt in die Tasche zu kommen, oder? Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Hm. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Schade. Revelio. Das wäre ja auch ein bisschen zu einfach gewesen, oder? Wenn er uns jetzt hier entgegenkommt. So nach dem Motto, hier bin ich. Lass uns wieder hier raus. Das wäre definitiv zu einfach. So, wir müssen aber... Ach, das ist eine Leiter. Na gut. Oh, ich könnte schwören, da war was. Nein, ach, hör doch auf. Die Tierwesen in der Nähe können... Ah nein, Stufe 3, ach komm. Okay. Da ist er wieder. Ist hier noch irgendwas vergessen? Nee, ne? Wo ist er denn? Er ist schon wieder weg. Na, jetzt da hochklettern.
Oder stellt er sich wieder so dusselig an wie beim letzten Mal? Achso, ich muss da von da oben. Und da drüber kann ich einfach runterspringen. Hier. Yes. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Revelio. Confringo. Revelio. Sind einfach zu viel. Revelio. Legioso, descendo. Confringo. Komm. Wieder eine Spinne jetzt, oder was? Okay, also auf der Karte wird ein angezeigt, also wird zumindest ein Gegner angezeigt. Ich nehme mal an, das ist noch eine Spinne, aber... Lass mich raten, da kommt doch sicherlich... Ah, okay. Nein, das war ich nicht. Ach, nicht den. Eine Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt. Confringo. Teleskop. Revelio. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, alles haben. Getulso. Alles klar, wir gehen weiter. Revelio. Da ist er.
So, wenn du jetzt so freundlich wärst. Ne? Einfach nur in die Tasche kommen. Ohne jetzt auch irgendwie mit der Wimper zu zucken oder so. Hallo. Ich find's cool. Ich will dir helfen. Ich bringe dich in Sicherheit. Okay, das hat funktioniert. Auferstanden aus der Asche. Schön. Dann hat das ja funktioniert. Dann gehen wir hier weiter. Vorne ist auch der Ausgang. Ja. So schlimm war das ja jetzt nicht. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Okay, dann wieder zurück zum Raum der Wünsche. Fanden Sie den Phönix? Ja, Deek. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir. In Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Deek kann es kaum erwarten. Welch Schönheit! Behalten Sie sie. Gut, dass Professor Weasley und Deek Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Deek. Vielen Dank. Deek ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Deek Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deek sich so friedlich wie seit Jahren nicht mehr. Deek wird immer für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen. Ach, Deek. Ich mag ihn. Ich mag ihn. So, Phönixfeder. Da haben wir jetzt eine bekommen. Was mich jetzt interessiert, ist halt irgendwie... Ist der Phönix jetzt ja... Also, gibt es nur einen Phönix in dem Spiel? So, hier ist jetzt ein weiterer Raum... Tja, was soll ich euch sagen, Leute? Es ist, ne, wie auch schon in den anderen Räumen, ist einfach so schön gemacht, das Ganze. Und dabei braucht es ja prinzipiell gar nicht mehr so viel, ne? Also, ist hier irgendwas Interessantes in der Ruine? Confringo! Da ist auf jeden Fall eine Truhe. Ist halt auch nur irgendein Objekt, ne? Das kennen wir ja inzwischen. Hier ist jetzt auch noch was. Ach so, hier sind Eier. Nehmen wir mal mit. Ja, und ich würde sagen, weil ich jetzt in Stimmung bin, ja, kann ich den noch streicheln hier und füttern? Das kann ich tatsächlich. Ich könnte natürlich auch hier... Sekunde mal eben... Dann machen wir das nochmal eben so. Ach komm, wir machen es mal eben per Hand. Dass wir ihn mal füttern und entsprechend mal bürsten. Und dann würden wir ja noch weitere Federn bekommen. Oder eine weitere Feder. Wenn, keine Ahnung. Drei Stück. Ja. Das hat sich ja gelohnt. Dann hätten wir das. Hätten wir eigentlich noch irgendwas, was wir hier in der Tasche haben? Nee, haben wir nicht.
Egal. Wie gesagt, ich bin gerade in Stimmung, deswegen würde ich einfach sagen, springen wir direkt in die nächste Aufgabe. So, was haben wir denn hier? Sebastian hat einen Plan, wie er mit N sprechen kann, ohne dass Solomon davon erfährt. Mhm. Hier treffen wir auch nochmal Sebastian. Sebastian. Mhm. So, sonst machen wir einfach mal hier die Geschichte Überraschungstreffen. Da müssen wir uns nämlich wieder im verbotenen Wald mit Poppy treffen. Das machen wir mal. Reisen mal hier hin. Ich schaffe das. Ich krieg das hin. Er will sicher helfen. Mhm. Werden wir hier die Zentauren treffen? Tja, sie wissen nicht, dass wir kommen. Also ist es weniger ein Treffen als vielmehr eine Überraschung, oder? Wenn sie von den Schnatzern hören, verstehen sie, warum wir hier sind und werden helfen wollen. Ich hoffe, du hast recht. Sicher können sie erkennen, dass wir es ernst meinen. Sie haben etwas so Allwissendes an sich. Fast schon beängstigend. Ich schätze, sie sind dafür bekannt, quasi allwissend zu sein. Das trifft es auf den Punkt. Ich habe nur... Ach, egal. Was ist denn? Es ist nichts. Wir haben nichts zu verheimlichen. Stimmt. Wir sind einfach ehrlich und sagen ihnen, was wir vorhaben. Dann müssen sie uns doch helfen, oder? Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Wir treffen uns mit ihnen, erzählen ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles gut. Was glaubt ihr, was ihr hier macht, Menschen? Bitte! Wir wollten mit euch sprechen. Ah, du willst wohl erzählen können, wie du mit einem Zentauren gesprochen hast, der dir sogar antwortete. Nein, niemals! Wir brauchen einfach eure Hilfe. Genug! Herzukommen war ein großer Fehler von dir, kleine Hexe. Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art. Nicht so anmaßend, alter Narr. Ich führe diese Herde an, während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab! Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Hör gut zu, Doran. Wenn ich sie je wiedersehe, schlage ich euch allen dreien den Kopf ab. Törichte Kinder, wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun, folgt mir, bevor ich... Goldene Schnatzer existieren noch und die Wilderer suchen sie! Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz, noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wilderern zu finden. Kann es sein? Im Süden ist eine Höhle, in der sich das befindet, was die Wilderer suchen. Ein Mondstein. Holt ihn und legt ihn in den Steinkreis im Wald. Ich hingegen muss zu meiner Herde. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Ich verstehe das nicht. Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Und warum war er sich so sicher, wo wir einen finden könnten? Ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube ihm. Immerhin ist er ja ein Zentaur. Du hast recht. Es ist schade, dass er so schnell verschwunden ist. Wie hieß er? Doran?
So nannte ihn der Anführer der Herde. Wenn Doran mehr weiß als wir, sollten wir gleich etwas unternehmen und später nachfragen. Ich gehe in die Bibliothek und suche Hinweise zu dieser Höhle. Ich melde mich, wenn ich was finde. Okay. Damit hätten wir das denn jetzt erstmal auch erledigt. Da kommt aber halt nochmal was, ne? Das ist klar. So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal direkt hier rein. Wir müssten nochmal mit Natty vor Hogsmeade sprechen. Dann schauen wir uns das mal eben an. Zwei Sekunden habe ich jetzt hier nochmal. Ne, komm, wir nehmen den Punkt. Reisen da mal eben hin. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Klar, nochmal warten. Bist du bereit, Harlow zu erledigen? Da ist sie auch. Ich bin sowas von bereit. Ich bin bereit, Harlow zu Fall zu bringen. Ich weiß, du hast einen Plan. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickles Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickle sprachen. Agabus Filbert, Otto Dibble, sowie Mr. und Mrs. Rape. Na gut. Am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Nun gut, ich werde mit ihnen sprechen. Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Bis du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. Revelio. Okay, also wir haben jetzt hier die drei Personen, mit denen wir sprechen müssen. Das ist aber auch alles hier in Hogsmeade. So, mit wem fangen wir denn an? Jetzt sagen wir, gehen jetzt erstmal. Wir müssen doch hier hin, ne? Ich glaube ja. Mrs. Rape sollte in der Nähe sein. Oh, Isko, was habe ich getan? Mrs. Rape, kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen? Ich bin mit den Bickles befreundet und versuche Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isko. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt? Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isko zahlt den Preis dafür. Vielen Dank, Mrs. Rape. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist hilfreich, wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickle wollte uns helfen, doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rape. Also gut. Hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Mrs. Rape, wir hoffen, dass Sie noch einmal über unsere Bitte nachgedacht haben. Wir haben Ihnen eine großzügig bemessene Bedenkzeit gewährt, aber unsere Geduld neigt sich dem Ende zu. Wir wissen, dass Ihr Ehegatte es begrüßen würde, wenn Sie den Wert einer Zusammenarbeit mit uns erkennen könnten.
Dürfen wir bis zum Ende der Woche eine Antwort erwarten? Die Angelegenheit sollte unter uns bleiben, wenn Sie verstehen, was wir meinen. Das ist ein gutes Beweisstück. Danke. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Nein. Nun zu Mr. Bickles anderen zwei Freunden. So. Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich hin. Ja, erstmal nehmen wir noch die Seite hier mit. Ist hier ein Eingang? Ach, da. Ich hoffe, er hat es nicht genommen. Vielleicht war es die ganze Zeit hier. Mr. Dibble, kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Bitte, Sir. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickle gesprochen. Sie kennen die Bickles? Na gut, aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist ein guter Mann, aber er würde das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, den Laden betrat. Ich versteckte die Notiz hinterm Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich dann nach einer Bestellung zu sehen. Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit 6 Monaten heimlich verlobt. Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter. Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie sowie meine Anstellung hier von meiner Kooperationsbereitschaft abhinge. Um was hat er Sie gebeten? Es ging alles so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte, meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann. Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ich sammle Beweise, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich würde ihn nur zu gern in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf, er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Was Rosies Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig. Verstanden. Und nun los, ehe Mr. Hill zurückkehrt. Wo war ich? Wir sind auf der richtigen Spur. Ein Freund von Mr. Bickles fehlt noch. Ja, da gehen wir jetzt mal hin. Lass mal die Katze streicheln, ne? Das Gefühl einfach mal so ein bisschen... Ja, komm. Ja. Muss auch mal reichen. So. Agabus Filbert muss hier irgendwo sein. Guten Tag. Servus. Verzeihung, Mr. Filbert. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihren Umgang mit Theophilus Harlow sprechen. Ich hoffe, dass ich Mrs. Bickle beruhigen kann, indem ich Beweise gegen ihn sammle. Schrecklich, was Bickle geschehen ist. Er wollte, dass ich gegen Harlow aussage, nachdem dieser mir Gewalt angetan hatte. Aber ich fürchtete Harlows Rache und habe mich geweigert. Wenn Sie gegen ihn ausgesagt hätten, wie Mr. Bickle es wollte, wäre Harlow vielleicht schon weggesperrt. Vielleicht. Aber vielleicht wäre mir dann etwas Ähnliches widerfahren. Sie sagten, dass Harlow eine Gewalttat gegen Sie begangen hat. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Bevor meine wundervolle Frau und Arzibella verstarb, hat sie einen kleinen Gedichtband fertiggestellt. Als Überraschung zu ihrem Geburtstag, den sie nie feiern konnte, ließ ich das Buch binden und mit echtem Gold verzieren. Eines Tages kam Harlow zu mir. Ich hatte mich zuvor öffentlich gegen Rookwood und seine Neandertalerbande ausgesprochen. Bevor ich mich versah, war ich versteinert. Und Harlow durchsuchte mein Heim. Er fand das Gedichtbuch mit den herrlichen Goldverzierungen. Hilflos lag ich dort auf meiner Schwelle und sah zu, wie er mit dem Buch davonging, lachend. Ich war tief erschüttert, bin es immer noch.
Sie fürchten sicher, dass Harlow erneut Vergeltung übt. Aber dürfte ich diese Information an Officer Singer weitergeben? Ach, ich habe wohl keine Wahl. Diese Erpressungen können nicht ewig weitergehen. Erzählen Sie meine Geschichte allen, die helfen können. Harlow mag es nicht, wenn Leute reden, aber das ist dir bekannt. Ich habe mit Mr. Bickles Freunden gesprochen. Jetzt muss ich Natty finden. Ja, die treffen wir eben an dem Punkt, wo wir schon mal waren. Die ist sonst nie zu spät. Sie wollte in den Eberkopf. Mhm. Vielleicht ist sie ja dort. Dann. Natty muss hier irgendwo sein. Komm. Okay, geh mal hier hinten hin. Okay, hier ist ein Suchfeld. Zauberstab? Zauberstab. Sie kann ohne ihn zaubern. Sie wollte, dass ich ihn finde. Also steckt sie in Schwierigkeiten. Revelio wird mir zeigen, wo sie ist. Ah, okay. Ja, jetzt sehe ich dann auch die Fußspuren. Nicht so wie beim letzten Mal. Neugierige kleine Aber um das vielleicht nochmal ganz kurz zu thematisieren, warum ich das nicht oft, also zumindest nicht direkt erkannt habe. Ich war teilweise am Anfang der Meinung, dass das irgendwie Schatten war, beziehungsweise Licht, das durchgekommen ist. Deswegen, ja. Ich weiß, es war ziemlich blöd. Ja, ich gebe es zu, aber so ist es halt manchmal. In diesen Raum. Es muss noch einen Weg geben. Akio! Ob wir da jetzt da reinkommen, oder? Eine Geheimtür. Ah, sehr gut. Natty muss hier vorbeigekommen sein. Jetzt haben wir noch optionale Ziele. Mal gucken, also ne, das Gedichtband und den Brief, wovon die ja gerade eben gesprochen haben. Da müssen wir mal schauen, dass wir das sonst noch mit einsammeln. Den Brief haben wir ja gesagt bekommen, können wir ja auch direkt zerstören. Aber erstmal muss der natürlich auch noch gelesen werden, das ist klar. Ich sollte unentdeckt bleiben. Okay, damit hast du auch alles gesagt. Ich sehe nicht nach, ob sie tun. Das wird nicht klappen. Das Mädchen als Köder benutzen? Komm, bring es einfach um. Nur jemand von Hogwarts wäre am Gang genug allein. Revelio! So, schnell dahin. Nein. Das letzte Mal, als du richtig satt warst, ist Arthur Cranks Schwein verschwunden. Ich will ja niemanden verletzen. Ach Mist. Aber schon komisch, dich am Tag darauf mit einem frischen Schweinefuß rumlaufen zu sehen. Ich will nicht mit Kobolden arbeiten, nie und nimmer. No, geh mal dahin. Ja, ja, perfekt, perfekt, perfekt. Was? Das ist doch ein Scherz! Wir machen jetzt mal eben Folgendes.
Wir nehmen jetzt erstmal hier Maxima-Trank. Ich habe, glaube ich, gefühlt noch nie hier einen Trank genommen, außer wenn ich es dann mal musste für eine Aufgabe. Aber wir holen jetzt erstmal ein bisschen Power hier rein in die Hütte. So. Zack, weg mit dir. Ist nicht hoch. Was ist Expelliarmus? Der braucht Power, der Kollege. Aber irgendwas muss ich mit dem ja machen, dass ich da mehr Schaden aufbekomme, prinzipiell. Revelio. Was haben wir hier? Ach, Moment. Ist jetzt quasi so ein Geheimgang da hoch, oder was? Wir sollten noch mal mit ihr reden. Vielleicht kann sie uns sagen, wo wir ihren Freund finden. Sie schweigt hartnäckig. Der Boss kümmert sich um sie, wenn er da ist. Wir dürfen Feldmann. Hatte die beste Beute seit langem. Petriticus Totalus. Ja, der Typ ist einfach so stark, den kriegst du ja nicht. Levioso. Kriegst du damit nicht platt. Akio. Die Aussicht ist wirklich nett, aber jetzt. Ja. Du bist ziemlich leichtfähig. Ja. Oh. Ortego. Levioso. Contringo. Der erste war. Contringo. Mehr. Expulso. Du bist leichter zu sehen als ein Errumpel. Alles klar. Rebellion. Ich habe hier noch jede Menge Objekte da unten, die da rumliegen. Da sind auch noch mal Truhen. Ach komm. Wie ich denn jetzt da... Achso, ich kann auch hier, alles klar. Aber das ist tatsächlich einfach nur so ein Geheimgang, dass man die auch dann von... Ja, von hinten, sag ich mal, überraschen kann. Ne? So, hier ist eine Truhe. Da oben ist eine. Aha. Okay, da ist der Liebesbrief. Rosies Liebesbrief an Otto. Ich habe ja gesagt, dass wir das eigentlich lesen wollte, dass ich ihn vernichte, wollen, aber ich lasse das mal. Das ist ja privat, ne? Revelio. So. Das Buch mit Gedichten, ja, das Agabus Filbert gestohlen wurde. Sehr gut. Er wird sich sicher darüber freuen. So, jetzt nochmal hier vorne die Truhe abchecken. Und dann sind wir auch soweit. Natti muss hier irgendwo sein. Du hast uns gefunden. Ich wusste, du verstehst die Sache mit dem Zauberstab. Sprich mit Mr. Rabe. Er sagt dir, was du tun musst. Okay. Ich brauche Hilfe.
Mr. Rabe, Daisy sagte, Sie wurden entführt. Sie kennen meine Frau? Wie geht es ihr? Sie macht sich Sorgen. Geht es Ihnen gut? Mir geht es gut. Danke, dass Sie hier sind. Diese Schlösser sind verflucht. Aber auf den Zähnen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Natty kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab. Nehmen Sie meinen. Wir suchen Ihren, sobald Sie frei sind. Ich brauche meinen Zauberstab. Einer, zu dem ich keine Bindung habe, könnte schlechter oder langsamer sein. Und wir dürfen nicht entdeckt werden. Ich gebe mein Bestes. Wissen Sie, wo er sein könnte? Er ist in der Nähe. Ich spüre ihn. Verstanden. Ich finde ihn. Ihre Freundin Natty konnte meinen Stab nicht beschwören. Er muss blockiert sein. Revelio. Mr. Rapes Stab könnte da drin sein. Das sagtest du bereits, ja. Mr. Rapes Zauberstab. Er wird erleichtert sein. Mr. Rape, ich habe Ihren Zauberstab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Okay. Danke, Mr. Esco. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Ich bin wohl zu schwach, um mit Ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Geh schon vor. Finde Officer Singer. Wir kommen hier allein raus. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Sei kampfbereit. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Geh leise. Sei wie ein Schatten. So, wie sollen wir jetzt denn da hochkommen? Hier ist nichts, oder? Wir den Weg zurückgehen, ganz normal. Ich bin jetzt ein klein wenig verwirrt. So scheinbar. Ach du. Oh Gott. Alles gut. Alles gut. Ich habe hier alles im Griff, natürlich. Finden wir Officer Singer und erledigen Harlow. Ein für alle Mal. So. Wieder raus da. Natsai Onai, ich hätte es wissen müssen. Und Sie, der Trollschrecken. Ein Glück, dass Sie beide sicher sind. Isco Rape sagte, ihn hätten Schüler gerettet. Ich hätte wissen müssen, dass Sie das waren. Geht es Mr. Rape gut? Ja. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau. Miss Onai. Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, dass Sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr bringen. Officer Singer. Natty und ich haben erfahren, dass Erschwinderinnen mehrere Einwohner von Hogsmeade bedroht haben. Rookwood und Harlow haben nicht nur Mr. Rape entführt, um seine Frau zu erpressen, sondern auch Natty. Agabus Filbert und Otto Dibble haben sie ausgenommen. Ach, ich werde das alles untersuchen. Was sie beide anbelangt, ich bin ihnen dankbar für ihre Hilfe, aber das ist alles äußerst riskant. Bitte überlassen Sie die Erschwinderinnen in Zukunft den Behörden. Ja, Officer. Haben Sie genug Beweise, um etwas gegen Harlow und Rookwoods Bande zu unternehmen? Nun, der Anfang wäre gemacht. Wir werden sehen. Aber das liegt jetzt in meiner Hand. Natsai, Sie möchten sicher mit Ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird das nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir reden später. Ja. Das machen wir. Und damit ist auch diese Aufgabe abgeschlossen.
So, können ja schon mal fürs nächste Video mal einen kleinen Blick reinwerfen, denn ich werde gleich hier nochmal ein kleines Päuschen einlegen. Wir sind ja schon bei einer Stunde wieder angekommen. Wie die Zeit vergeht, oder? Ja, dann gucken wir einfach mal, weil wir hätten jetzt hier nochmal eine Mission oder Aufgabe, wo wir uns mit Sebastian und Anne treffen müssen. Und hier die Hauptmission, da müssen wir uns auch nochmal mit Sebastian treffen. Das würden wir auf jeden Fall im nächsten Video angehen. Ich würde aber zuerst diese Aufgabe machen und dann eben mit der Hauptmission weitermachen. Nur, dass ihr schon mal gehört habt, ne? Ja. Nun denn, ja. Wenn euch das Ganze unterhalten haben sollte, in welcher Form auch immer, ja, also, ne? Gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was das Thema angeht, ja. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze noch nicht gemacht habt, ne? Also den Abo hier. Da zu lassen. Ja. Ich spreche wieder irgendwie ein klein wenig in Rätseln, habe ich so das Gefühl. Deswegen, wir kommen jetzt ganz schnell zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Habt noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.